Heute zeige ich euch von Fleischmann die Artikelnummer 85, 24, 16. Es handelt sich um die Großraum-Selbstentladewagen der Epoche 3 bis 4. Dieses Set habe ich mir dreimal gegönnt, weil es derzeit bei meinem Händler des Vertrauens im Angebot ist. Da kosten die beiden Wagen 26,41 €, meine ich, statt der herkömmlichen 29,90 €. Weil die Einzelwagenpreise natürlich auch von Fleischmann aus wieder gestiegen sind, die diese ja nicht mit 12,90 €, sondern schon 15,90 € kosten, habe ich natürlich ein bisschen zugeschlagen, weil ich in dem Sinne zum Einzelwagen nur 10 € draufgelegt habe und habe direkt einen zweiten dazu bekommen. Und ich finde diese Wagen von Fleischmann, wie ihr im anderen Review auch schon gesehen habt, sehr gut. Auch von der Verarbeitung her, deswegen wird dieses auch nur ein sehr kurzes Video. Also, ich denke mal, wenn mein Händler des Vertrauens den Preis schon senken wird, dann werden die anderen Händler ein bisschen nachziehen und einen kleinen Ausverkauf starten, weil sich die Wagen eigentlich in dem Sinne etwas schlechter verkaufen, weil die meisten immer noch Vorurteile gegen das neue Fleischmann haben. Aber die Wagen laufen auf der Anlage sehr gut. Die haben einen sehr geringen Rollwiderstand für Wagen in der Größe. Und ja, die sehen einfach nur gut aus. Die haben einen Top-Preis, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei den Wagen absolut top. Und die im Schnitt 15 € pro Wagen sind voll gerechtfertigt, wie ich finde. Nochmal zu diesem Thema. Es ist keine Produktplatzierung. Weder Fleischmann, YouTube, Facebook, mein Händler oder sonst wer bezahlt mich. Das sind meine Erfahrungsberichte, die ich mit euch teile. Deswegen kommt mir nicht immer mit diesen dummen Kommentaren dann an, später per Privatnachricht, in irgendwelchen Kommentaren oder sonst wo, dass ich ja von diesen Firmen dann bezahlt werde, dass ich diese Videos mache. Das ist absoluter Schwachsinn. Genauso wie du, Hater, der letztens meinte, dass ich nicht reden kann. Du siehst ja, dass ich reden kann, aber das Einzige, was du nicht kannst, ist denken und zuhören. Ich bin nämlich derzeit erkältet und ich habe einen Akzent. Wenn du mich nicht verstehst, dann fahr nach Bayern. Dann hör dir die Mitbewohner mal an. Ich wollte jetzt schon Idioten sagen, aber das sind ja keine Idioten, das sind alles Mitbewohner des Landes Deutschlands. Wenn du die hörst, weder oder am Telefon noch im Live-Gespräch, wenn er dir gegenüber ist und er fängt an, im Bayerisch zu reden, dann verstehst du ihn nicht. Mich versteht man. Ich kann Hochdeutsch. Ich habe aber aufgrund meiner Lage, wo ich wohne, in Nordrhein-Westfalen, einen leichten Akzent. Ich weiß zwar nicht, wo du herkommst. Vielleicht auch Sachsen, dass ihr alle dann nur euer Sächsisch da spricht und du deswegen kein Hochdeutsch kannst, aber was weiß ich. Aber du, lieber Hater, ich kann Deutsch. Und du verstehst mich auch. So. Das war es eigentlich auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Und ich werde diese Wagen auf jeden Fall demnächst nochmal auf dem Video beim NBK zeigen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.